Wir haben erfahren, dass es gerade so ist, dass Portugal total im Kommen ist. Der nächste große Trend nach China ist Portugal. Und deswegen haben wir ein kleines portugiesisches Liebeslied ins Repertoire aufgenommen. Es ist ein Lied, was sogar vielleicht ein bisschen traurig ist. Das hat aber nichts zu sagen. Es liegt daran, dass portugiesische Liebeslieder an und für sich immer ein bisschen traurig sind. Das wiederum liegt daran, dass die Portugiesen an und für sich immer ein bisschen traurig drauf sind. Das liegt daran, dass sie traurig sind, dass sie kein Spanisch sprechen. Ich traf ein Mädchen letzten Januar. Ich fand sie nett, sie mich auch. Ich lud sie zu mir nach Hause ein. Als sie kam, lief alles fantastisch. Sie hörte zu, war aufmerksam und charmant. Wir führten eine gute Unterhaltung. Eine Frau trifft selten einen Mann, der so gut aussieht und sie so gut verstehen kann. Sie war beeindruckt und ging mit mir ins Bett. Am nächsten Morgen wachte ich auf und sie war weg. Sie hinterließ mir einen Zettel, auf dem stand Labern 1, Ficken 6, Labern 1, Ficken 6. Labern 1, Ficken 6. Labern 1, Ficken 6. Ihr habt es ja doch nicht mehr alle. Ich bin bei euch. Ay, 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 ay.